Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS19 auf der Hasefeld, unserem Schontierprojekt. So, wir werden hier weitermachen mit Ansehen, unseren Knobi ins Feld drücken und los geht's. Und wenn wir das fertig haben, können wir gleich nochmal die Giftspritze schwingen. Sudele. Zwei Runden vorgewendet, würde ich sagen. Sagen wir es für 100.000. So. Gang. Und let's go. Zwei Runden vorgewendet kommen eigentlich ganz gut. Würde ich jetzt mal behaupten. So, ich überlege, dass ich noch Gras mähen muss in Kuh und so. Hilfe, 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 Hilfe. Aber ich will ja nicht mit CP fahren. Ich will auch einige Sachen selber machen. Der Knoblauch geht ganz schön weg. 45% drin, hab's fällt noch zur Hälfte voll. Ich muss mal gucken nach einem größeren Saatgutdinger-Taxi. Muss ich ganz ehrlich sagen. Gottes Willen, hier am Hof geht's noch. Aber wenn ich dann weiter weg bin, wie oben bei der 5, könnte es problematisch werden, mal runter zu rammeln. Ich habe beim BG Werner im Livestream einen lustigen Wagen gesehen. Mal gucken, ob ich den finde. Überladewagen. Das war so ein Annaburger. ULW muss ich mal gucken. Muss man auf der Mutsuche. Müssen wir uns mal da in der Welt der Mods ein bisschen durchspülen. Wenn ich das hier sehe, wächst das jetzt Unkraut schneller, wie ich es ansehe. Aber das ist halb so wild.
Hier ist ein Verkehr wie fotogalaktisch. Nur wird noch Viertel voll. Ich habe die Vermutung, nach der Bahn, also in jede Bahn nach vorne, da muss ich erstmal auffüllen. Ich habe auch keinen Traktor mehr frei. Ich habe ein Problem. Ich glaube, ich muss mir noch einen Schlepper kaufen. Zwei Bahnen gemacht, wird wieder eine Bahn voll mit Unkraut. Ich glaub's nicht. Ich glaub es nicht. So Dinger brauchen wir nicht, aber seid gut. So, klicken wir kurz an, klappen zusammen und schnell Saatgut holen. Nee, ich brauche die andere Fach. Ich kann jetzt die Sämaschine ein bisschen umschreiben, aber warum? So, ich finde die Schwachsinn, das Volumen erhöhen. Das hat mit Spielen nichts mehr groß zu tun. Das ist einfach nur sinnlos hochgemodde. In meinen Augen. Gut, viele sagen zu den Farbwandmods, das ist Schwachsinn. Sagen wir, ich finde es für mich anpassen, passt schon. Das müsste der drüben sein. Du bist es nicht. Ich muss jetzt hier runter. So. Wieder für 1000 Saatgut geholt. Muss mal gucken, ob ich den Athleten Johnny finde. Den wir so als Zubringer nehmen können. Ich weiß gar nicht, ob ich den drauf habe. Aber jetzt bringen wir erstmal das Zeug in den Boden, dann sehen wir weiter. Geklappt. So, jetzt. So, eine Bahn ohne Vorgewende. Das ist schon 3% runter. Vier. Sind nicht mal zur Hälfte. 5. Knapp der Hälfte, also 10% in der Bahn. Hilfe. Und dass das kleinere Feld. Also woran liegt, dass es ein Einzelkorn ist, dass das so viel verbraucht?
11%. Prozent circa. 13 sogar. 13% in der Bahn. Hilfe. Oder alter Schwede. So. Ich bin ein bisschen unglücklich gerade gefahren. Aber oh, passt. Schau, wie das pro Folge ihr fällt oder wie. So, 25% zwei Bahnen. Hut ab. So, Dilly. Ich habe da Kratz im Hals, aber muss man erstmal durch bis hin da. So, anheben und rumdrehen den Stuhl. Ich muss schon mal andersrum fahren. Wir müssen jetzt erstmal andersrum drehen. So, und jetzt hier rum. Das Ding ist ein little bit schwerfällig, habe schon einen Eindruck. So, und jetzt rum. Jetzt haben wir es. Schon mal kurz hier Tempomat einschalten, wenn man einen Schluck trinken. Ich habe gerade den Hals vom Feinsten. So. Läuft. So, das Feld haben wir auch fast fertig. Die letzten Meter.
Und da haben wir es. So, ich glaube mal schon zusammen. So, und rum hier. Baum, ich sehe nichts. Oh, macht nichts. Wir sind noch drauf auf der Straße. So. So. Einschalten und absenken und los geht's. Ein Stück hier rüber, damit man den Rand dort nicht mitnehmen und damit am Rand nichts überbleibt. So, beim vorletzten Feld. Müsste reichen. Ich habe überlegt, ob das reicht mit dem Zaun rausfahren. Aber müsste passen. Müsste passen von der Länge des Gespanns. Ist wieder halb leer. Ah, hier passt nicht ganz. Passt nicht ganz. So, Dilly, rumdrücken, rückwärts drücken. Na komm, und stopp. Let's go. Sehr leid, oh, wo ist denn Streifen stehen? Sehe ich das nicht richtig? Gib mir da mal das Bild. Ja, alles dann Streifen stehen. Mal ein Stück zurück. Ich fahre es jetzt einfach mal neu an. Ob dort, wo es mir so spanisch vorkam. So. Sind wir da richtig? Ja. So halbwegs. So. So, jetzt haben wir auf jeden Fall alles erwischt, so wie wir es erwischen wollten. Jetzt fahren wir wieder so weit rüber. Baum ran.
Ist gar nicht so einfach. So, aber kommen wir erstmal zum Ende für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.